Moin, herzlich willkommen bei VP Uniflirt in der Playlist Wallbox Inside. Heute stelle ich euch eine neue Keba Wallbox vor, die fast 400 Euro günstiger ist als das bisherige Einstiegsmodell in der KfW 440 Förderung. Bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. Die DE 440 entstammt der B-Serie von Keba und ist quasi die aufgebohrte Version der Jubiläums-Wallbox, so dass sie jetzt KfW 440 förderfähig geworden ist. Beginnen wir wieder mit der Bedienungsanleitung. Diese hat einen Umfang von 350 Seiten in 15 Sprachen, ergänzt um eine Installationsanleitung mit 125 Seiten und nur zwei Sprachen. Dazu kommt noch ein Schnellstart-Anleitung und ein Rücksendeformular. Also das ist schon recht umfangreich für eine Wallbox. Gemäß dem Datenblatt ist die Wallbox auf 11 kW fest eingestellt. Sie hat ein 4 Meter Kabel und ein weißes Gehäuse oder Haube. Es gibt sie auch nur in dieser Version. Die Kommunikationsschnittstelle ist UDP und Modbus TCP. Darüber kann man dann mit zusätzlichen Geräten, zum Beispiel PV, Überschussladen realisieren. Eine Gleichfehlerstromüberwachung größer 6 mA ist integriert, genauso wie Freigabeeingang und Schaltausgang. Das war es dann auch schon mit der Sonderausstattung. Es gibt kein Display, es gibt kein RFID, kein WLAN, kein Mobilfunk, kein MID-Zähler oder gar Eichrecht. Sie ist auch eine Standalone-Variante und lässt sich nicht in Ladenetzwerke integrieren. Kommen wir zum Zubehör. Hier gehört einmal Schrauben und Dübel dazu, sowie die Kabelverschraubung. Ein Kabelhalter ist serienmäßig bei der DE440 und eine praktische Bohrschablone. Die Wallbox selbst kommt im bewährten Keba Standardgehäuse daher. Die Verschraubungen lassen sich vernünftig öffnen. Und die doppelte Abdeckung für den spannungsführenden Teil ist vorbildlich. Das Anschlusskabel ist mit 4 Metern nicht so fürchterlich lang. Hier muss man sich vorher Gedanken machen, wo man die Wallbox in der Garage oder Carport platziert. Wie bei Keba üblich ist der Großteil des Gehäuses plombiert. Nur der Anschlussraum ist zugänglich und den schauen wir uns jetzt an. Die Zuleitung kann an den Federzugklemmen mit einem Querschnitt bis zu 10 Quadrat angeschlossen werden. Die Öffnungen für die Kabelverschraubungen sind vorne und hinten vorgestanzt. Über die zwei Reihen Dip-Schalter wird die Wallbox konfiguriert und der Reset-Taster ist zu drücken nach jeder Programmierung der Dip-Schalter. Das hier ist der Freigabeeingang und der Schaltausgang und dann haben wir hier die RJ45-Buchse für Modbus und UDP. Für Updates gibt es dann hier noch eine USB-Schnittstelle. Mittlerweile habe ich die Wallbox angeschlossen und wir können den Funktionstest starten. Die DE440 fährt zügig hoch, lassen sich von den hektischen Blinken nicht täuschen, der Film läuft hier in vierfacher Geschwindigkeit ab. Eine Besonderheit bei Keba Wallboxen ist der Inbetriebnahmemodus. Über einen Dip-Schalter kann man für 10 Minuten die Box einschalten, so dass sie auf den Stecker Strom herausgibt, um sie dann auch ohne einen Prüfadapter notfalls prüfen zu können. Ansonsten macht sie alles das, was sie machen soll. Das war von einer Premium-Wallbox auch nicht anders zu erwarten. Die Leerlaufaufnahme liegt bei 3 Watt.
Das ist ein Standby-Verlust von 26 Kilowattstunden im Jahr. Das ist ein ziemlich niedriger Wert. Zeit, die Wallbox wieder zusammenzubauen. Sie geht wieder zurück. Zum Schluss zeige ich noch einmal den Kabelhalter. Der wird unter der Wallbox montiert. Kommen wir zum Fazit. Keeber hat mit dieser Wallbox, die brutto inklusive Mehrwertsteuer 769 Euro kosten soll, einen echten Coup gelandet. Liegt die Box doch 400 Euro unter dem bisherigen Einstiegsmodell in der KfW 440 Klasse. Die Wallbox hat auch eine eigene Bezeichnung, DE 440 oder Deutschland Edition 440, bedeutet ganz einfach, dass sie speziell auf die KfW-Förderung abgestimmt ist und das macht sie auch so, wie sie soll. Wie bei Premium-Herstellern gewöhnt, ist eigentlich alles dabei an Zubehör, die Ausführung ist hervorragend und die Schnittstellentauglichkeit hat die Keeber auch bei den großen Versionen schon bewiesen. Die Modbus TCP-Schnittstelle in Zusammenhang mit der UDP-Schnittstelle sorgt dann für eine vernünftige Kommunikation mit der vorhandenen Hauselektronik. Falls man PV-Überschuss laden möchte oder irgendwelche anderen Geschichten noch anschließen möchte, wie eine Schaltuhr oder ein Schlüsselschalter, ein RFID-Leser, steht der Freigabeeingang zur Verfügung, also eine rundherum gelungene Wallbox. Das war es soweit bei VP Uniflot. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder reinschauen und mir ein Abo dalassen.